Eltern, die alleine nicht mehr zurechtkommen und gepflegt werden müssen. Für uns als Kinder war es gemeinsam klar, wir tun sie nicht ins Heim. Eine Herausforderung, die das ganze Leben auf den Kopf stellt. Für mich fühlt sich das schlimm an, wenn meine Mutter leidet. Ich kann es kaum mit ertragen. Diese Aufgabe übernehmen häufig die eigenen Kinder, die oft nicht darauf vorbereitet und schon gar nicht ausgebildet sind. Was fragt keiner, du, wie geht's denn eigentlich dir? Was machst du so? Wie kommst du damit? Interessiert keinen. Wenn Kinder ihre Eltern pflegen und Familien an ihre Grenzen stoßen. In Weinstadt in Baden-Württemberg lebt die 52-jährige Krankenschwester Sabine Carstens. Ihre Mutter hat den zweithöchsten Pflegegrad 4. So, mein erster Schritt jetzt heute früh ist die Mama wecken. Wir frühstücken immer zusammen. Und da ist ein wichtiger Therapeut, die Susi, weil die Mama immer ein bisschen grätig ist. Und dann darf sie sie zuerst wecken. Also. Noch vor 2 Jahren ist Sabines Mutter eine aktive Frau. Von einem Tag auf den anderen braucht sie pausenlos Betreuung. Morgen, hallo. Nicht erschrecken, alles gut. Jetzt wird ein bisschen wach. Alles gut, Mama. Nicht weinen. Jetzt kannst du ein paar Minuten kuscheln mit der Susi. Ich komme dann gleich und hol dich, ja? Prima, Mama. Anfang 2018 erleidet die 77-jährige Anneliese mehrere Schlaganfälle. Diese und die darauffolgende Epilepsie führen dazu, dass die früher so lebensfrohe Frau ihr Kurzzeitgedächtnis fast vollständig verliert und von heute auf morgen ein Pflegefall wird. Dann habe ich die Mama zu Hause versorgt, weil für uns als Kinder war es gemeinsam klar, wir tun sie nicht ins Heim. Und dadurch, dass es auch besser wurde, war es auch nicht nötig. Doch der Zustand der 77-Jährigen verschlechtert sich stetig. Hilfe bei der Pflege gibt es vom Familienhund. Auf die Idee, die Susi als Therapiehund zu benutzen, kam mir dadurch, dass die Mama immer so liebevoll mit der Susi umgeht und morgens immer sehr, sie hat einfach eine Antriebsstörung morgens, sag ich's mal nett. Und die Susi merkt es und hilft ihr dadurch auch, dass er einfach kommt und kuschelt. Und dadurch beruhigt sich eigentlich die Mama schon, dass alles in Ordnung ist. Bei der Pflege setzt Sabine Carstens auf feste Rituale, um dem Alltag ihrer Mutter auch ohne Kurzzeitgedächtnis Struktur und Halt zu geben. Gemeinsames Frühstück ist mir so wichtig, weil wir einfach dann gemeinsam in den Tag anfangen und wir auch so ein bisschen gucken können, wie geht's jedem. Ich bin ja Krankenschwester und ich habe dann gedacht, am Anfang, wo das alles am Anfang war, das kann ich alles ganz gut managen und hinkriegen, weil das ja mein Beruf. Dann aber, als ich da tagtäglich auch gesehen habe, was die Mama durchmacht, wie mich das emotional auch betroffen gemacht hat, ich habe oft geweint und habe oft mich gefragt, schaffe ich das? Obwohl Sabine Krankenschwester ist, bedeutet auch für sie die Pflege der eigenen Mutter eine besondere Herausforderung. Ich lasse sie das bewusst selber machen, weil das ja noch ein bisschen was mit Eigenständigkeit zu tun hat. Das ist auch für Selbstwert noch wichtig, dass sie noch ein bisschen was selber macht. Aber jetzt will ich was anders selber waschen. Das darfst du auch. Schick mir sie weg. Ja. Und tschüss. Heute läuft alles in Ruhe ab. Aber wenn Sabine 3-mal die Woche arbeitet, muss die Mutter in eine Tagespflege. Darunter leidet die schwerkranke Frau besonders. Mama, gefällt dir die Tagespflege? Nee, ich kann das nicht so sagen. Die Menschen sind hier ganz anders. Und ich kann das nicht so... Musst du nicht weinen, Mama. Ist doch okay. Warum bist du denn in der Tagespflege, Mama? Weil ich daheim nicht mehr sein kann. Das stimmt ja so nicht. Du bist ja daheim. Aber du kannst nicht alleine sein. Ja. Gell?
Und das stimmt auch, oder? Dass ja. Du, ja, siehst du. Und das, weißt, so können wir dir das ermöglichen, dass du zu Hause sein kannst. Und ein bisschen arbeiten muss ich halt. Das ist alles okay, Sabine. Ja. Und irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass dir das da gefällt. Weil, also wenn ich dich abhole, da bist du immer recht glücklich und gut gelaunt. Oh Mama. Ich habe mir halt die gedacht, dass ich mal fort muss. Du musst ja nicht fort, das ist ja nur dreimal die Woche. Ja, das ist gut. Sprich von was anderes. Ja, von was soll man reden? Guck mal, da sind Tempos, Mutti. Ich habe nicht ans Alte gedacht. Erst wo mein Mann gestorben ist, da habe ich dran gedacht. Tagespflege muss sein, weil ich kann sonst nicht arbeiten. Das ist die Chance für die Mama, dass sie hier bleiben kann, zu Hause. Ja, das da. Das da? Ja. Ja, Mama. Das Verlieren von Begriffen gehört zum Krankheitsbild mit dazu. Mama, heute hat die Ergotherapeutin abgesagt, die ist erkältet. Und damit wir trotzdem etwas tun, wo ein bisschen das Gedächtnis anregt, habe ich mir überlegt, dass wir nach Strümpfebach heute fahren. Ist das in Ordnung? Da warst du ja jetzt schon lange nicht mehr. Das ist in Ordnung. Da gucken wir mal. Genau. Ja. Wo haben wir denn früher gewohnt? In Strümpfebach. In Sockerbett. Ich stellte Mama relativ viele Fragen, einfach um zu aktivieren, was vorhanden ist, aber durch die ganzen Störungen, durch die Erkrankung in Vergessenheit geraten ist. Und je mehr man da immer wieder nachfragt, desto mehr kommt es auch. Bei den Carstens gibt es heute etwas zu feiern. Die zweite Tochter Gabi hat Geburtstag und besucht samt Schwiegersohn die Mutter. Hallo. Hallo. Grüß dich. Meine Schwester ist für mich eine Person, mit der ich das Leid teile. Es geht nicht nur, dass sie die Mama pflegt oder macht oder tut zusätzlich, sondern dass sie einfach da ist, dass man gemeinsam die ganze Sache trägt. Heute ist der Geburtstag meiner Schwester. Geburtstag, 55. Die Rente kommt näher. Wie alt bist du? 55, Mama. Mein Gott, was die Zeit vergeht. Ja. So alte Töchter. Danke, Mama. Fürs Kompliment. Also wenn ich reinkomme und ich sehe meine Mutter lächeln, dann geht mir das Herz auf. Und ich freue mich einfach, dass sie noch da ist. Dass sie das Ganze überlebt hat und schwer zu beschreiben. Das ist so ein Glücksgefühl. Auf geht's in den Heimatort der alten Dame. Geht der Plan ihrer Töchter auf und werden alte Erinnerungen in ihr geweckt? In Schönberg im Schwarzwald beginnt der Tag für die 28-jährige Callcenter-Angestellte Angelina Kustere. Sie kümmert sich um ihre schwerkranke und pflegebedürftige Mutter. Ich bin jetzt 28 und circa mit 14 Jahren habe ich angefangen, sie zu pflegen. Da hat es angefangen mit den MS-Schüben. Bereits als junge Frau hatte Angelinas Mutter erste Anzeichen von Multipler Sklerose, kurz MS genannt. Jetzt mit 57 Jahren ist Karin Kusterer vollends zum Pflegefall geworden. Und es bleibt nicht nur bei der MS-Erkrankung. Also meine Mutter hat seit über 33 Jahren Multiple Sklerose. Das ist eine Gehirnkrankheit, da sind Entzündungsherde. Und in den letzten 9 Jahren intensiv sind noch ca. 6 Schlaganfälle dazugekommen. Sie lacht jetzt, weil ihr das peinlich ist. Das kommt von ihrem Schlaganfall. Grundsätzlich ist sie, wenn jemand Fremdes kommt oder sowas, immer am Lachen. Sie schämt sich aber ganz arg dafür. Sie findet es jetzt nicht lustig, was passiert, aber sie schämt sich einfach. Deswegen dieses unkontrollierte Lachen und danach weinen. So, jetzt guck mal, dass alles sitzt. Sie hängt in der Luft. Das zwanghaft wirkende Lachen oder auch Weinen ist eine häufige Folgeerscheinung bei Krankheiten wie MS oder nach Schlaganfällen. So, jetzt beginnt die Morgenroutine. Einmal mit ganz normal, wie jeder andere auch, Gesicht waschen. Das macht sie noch größtenteils selber. Gesicht waschen kann sie selber.
kriegt sie jetzt von mir ihren Waschlappen. Da. Alles, was sie noch selber machen kann, soll sie auch selber machen. Zähne putzen zum Beispiel geht noch selber, abwaschen geht selber, der Rest leider nicht. Also es ist nicht viel, was selber geht, aber das muss sie von meiner Seite aus selber machen. Ich kann nicht alles übernehmen und von daher ist es auch ein bisschen Training für sie. Für mich fühlt sich das schlimm an, wenn meine Mutter leidet. Ich kann es kaum mit ertragen, weil ich ihr gerne helfen würde. Ich würde gern für sie laufen, weil sie es nicht kann. Ich versuche aber das Beste draus zu machen, weil letzten Endes mein Leben bleibt auch völlig auf der Strecke deswegen. Aber es ist meine Mama. Da würde ich alles tun. Angelina ist mit den täglichen Strapazen der Pflege nicht allein. Sie wird nach Kräften von ihrem Vater unterstützt. Die Mama isst meistens gerne Brot, in dem Fall frisches Brot. Und mein Papa macht in der Zeit immer schön den Kaffee. Der kann das am besten. In dem Fall ergänzen wir uns. Einer macht das und der andere macht das. Gell, Papa? Ja. Wie immer. Wie immer. Ohne die Mithilfe meiner Tochter wäre das hier nicht möglich. Ich habe ja vor 5 Jahren meinen Job aufgegeben. Ich muss mich um meine Frau kümmern. Seit 30 Jahren sind die beiden verheiratet. Auch damals litt seine Frau schon an MS, aber die Auswirkungen waren noch nicht so gravierend. Ohne meinen Papa würde ich es nicht hinbekommen. Es ist viel zu viel. Also ich mache schon viel. Ich muss dann nebenher trotzdem meine Arbeit machen. Dann habe ich hier meine Arbeit. Und ab und zu habe ich dann auch meine Ruhephase. Wenn er nicht da wäre und diese tägliche Betreuung, sage ich jetzt mal, übernehmen würde, könnte ich das nicht alleine schaffen. Das geht nicht. Angelina und ihr Vater sind ein eingespieltes Team. Wenn meine Tochter heute sagt, sie zieht aus, ich habe jemanden kennengelernt, ich möchte beruflich nach München, Hamburg oder sonst wo hingehen, dann müsste ich meine Frau jetzt in der Situation ins Pflegeheim bringen. Doch das Geld dafür fehlt der Familie. Wir haben uns entschieden, meine Mutter selber zu pflegen und nicht in ein Pflegeheim zu abgeben, da sie noch vom Alter her relativ jung ist, geistig fit und natürlich finanziell. Pflegeheim kostet Geld, das wir nicht haben. Viele Angehörige entscheiden sich, Familienmitglieder zu Hause zu pflegen, auch wenn es für die harte Arbeit nur wenig Geld, aber viel Frust gibt. Wenn der Pflegedienst kommt, der kann 3-mal so viel abrechnen, für das, dass er 3-mal am Tag kommt, ob ich ihn brauche oder nicht, wie das, was ich rauskriege. Ich kriege nicht das, was der Pflegedienst bekommen würde, mache aber alles 24/7, egal ob Feiertag, ob Sonntag oder sonst irgendwas ist. Und das ist schon relativ hart. Angelinas Rückzugsort, ihr kleines Apartment im Dachgeschoss. Hier schafft es die junge Frau, ihre Sorgen zu vergessen. So, hier habe ich mein eigenes Reich, meine eigene 4 Wände, sagen wir es mal so. Und mein Reich habe ich mir alles selber gekauft, mehr oder weniger zusammengewürfelt. Aber mich stört das nicht, ich fühle mich wohl. Ganz wichtig, die Haustüre vorne, die ist zu. Und ich muss nur reagieren, wenn Notfall ist. Dafür ist dann mein Handy da, dann wird sich gemeldet. Und dann gehe ich natürlich zügig runter. Die Verantwortung für ihre Mutter ist eine Belastung. Die 28-Jährige hat kein eigenes Leben und merkt, wie dies immer mehr an ihren Nerven zehrt. So. Das ist jetzt der Papa, der braucht Hilfe. Wenn ich dann Zeit habe, ob ich ihm helfen kann. So geht's. Manchmal bis zu 10-mal am Tag, hoch und runter, je nach Situation. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Angelina ist immer einsatzbereit, doch manchmal ist es einfach zu viel. Es kotzt mich an, wenn ich am Tag 20-mal runterkommen muss, weil 20-mal die Hose voll ist. Es kotzt mich wirklich an. Angelina verzweifelt an der Ausweglosigkeit, nicht an ihrer Mutter. Denn sie weiß, dass die ihr Schicksal nicht selbst bestimmt hat. Wenn sie es selber machen könnte, wird sie es selber machen. Sonst würde ich nicht runtergehen. Sie kann es nicht, sie ist hilflos, sie kann das. Sie kann sich nichts zum Trinken machen, gar nichts, geht nicht. Deswegen gehe ich runter und mache es letzten Endes ab. Ja, hallo. Hi, was ist denn los? Ist natürlich für mich auch nicht immer angenehm, wenn ich meine Tochter mehrmals am Tag bitten muss, mich zu unterstützen. Aber ich schaffe das halt einfach aufgrund von meinem Alter auch nicht mehr alleine. Und da bin ich letztendlich auf Hilfe angewiesen. Vater und Tochter werden weiter zusammenhalten. Für die Ehefrau, für die Mutter.
Ja, manchmal ist es einfach schwer, weil einen keiner versteht. Wenn das ein Außenstehender sieht, die pflegt ihre Mutter, die verstehen nicht, was das bedeutet. Die denken, naja, vielleicht mal Essen geben oder frisch anziehen oder so. Aber es ist so viel mehr und das versteht keiner. Nicht, der das selber macht. Ist auch nicht zu vergleichen mit einem Kleinkind. Kleinkind kommt irgendwann raus den Windeln und alles wird gut. Aber bei mir geht es nur noch bergab. Und ich habe von außen, fragt jeder, Mensch, wie geht's denn der Mama beim Einkaufen? Oh, wie geht's deiner Mutter? Und oh, sag schon einen Gruß. Aber es fragt keiner, du, wie geht's denn eigentlich dir? Was machst denn du so? Wie kommst du damit? Interessiert keinen. Und interessiert es mich irgendwann auch nicht mehr, wie es mir geht. Ich mach's einfach, weil ich's muss. Auch Sabine und Gabi kümmern sich liebevoll um ihre Mutter. Sie machen einen Ausflug in die alte Heimat, einen Ausflug gegen das Vergessen. Vielleicht kommen Erinnerungen zurück. Sabine, weißt du noch, da sind wir immer hoch, ja, Schlitten gefahren. Und unser Kindergarten Kirche ist geklaut. Da vorne. Weißt du es noch, wo wir im Kindergarten waren? Ja, weiß ich. Da kann man hinterher gehen. Genau. Für meine Mama ist diese aktivierende Pflege, würde ich es auch nennen, oder Therapie, wichtig, weil sie durch die Schlaganfälle und die Epilepsie und auch die delirante Symptomatik und mittlerweile auch eine beginnende Demenz massiv das Kurzzeitgedächtnis weggegangen ist, dass sie alles bis vor 10 Jahren sich gut erinnert, aber alles, was so die letzten 10 Jahre war, gar nicht. 20 Jahre haben sie in diesem kleinen Ort gelebt. Erinnerungen überall. Es ist ein sehr schönes Gefühl. Es sind schöne Erinnerungen von meinen Kindern, wo sie klein waren. In Schönberg hat Angelina Kusterer für einige Stunden pflegefrei. Einmal pro Woche fährt sie für 6 Stunden zur Arbeit ins 20 Kilometer entfernte Callcenter. Den Rest der Woche arbeitet sie von zu Hause aus. Für mich ist es eigentlich eine gute Abwechslung, mal in die Arbeit zu fahren, mich anzuziehen, mich zu richten. Das ist ein guter Grund. Ich freue mich auch sehr, meine Kolleginnen wieder zu sehen. Die freuen sich auch auf mich. Andererseits ist es immer sehr schwierig, weil ich immer Angst haben muss, passiert was, weil meistens, wenn ich weg bin, passiert was. Deswegen habe ich immer ein Auge aufs Handy. Ich arbeite in einem Callcenter, ich bin Callcenter Agent und das mache ich jetzt im April das 3. Jahr. Nicht nur das Einkommen ist für die 28-Jährige wichtig, hier schafft sie es auch, Abstand von ihrem Leben zu Hause zu gewinnen. So, dann habe ich soweit alles lieferbar für Sie. Die Bestellung mache ich Ihnen in 2 bis 3 Werktagen fertig. Und das Ganze geht auf Rechnung und schicke ich Ihnen dann nach Hause. Also ich arbeite schon immer 6 Stunden. Also Vollzeit kommt nicht in Frage, gerade in dem Beruf nicht, weil ich da auf immer hochkonzentriert sein muss. Wie sind wir schon entgegengekommen, gerade mit dem Homeoffice natürlich, dass es auch so relativ schnell ging, weil das kam wirklich von jetzt auf nachher. Vor 2 Jahren war das im Dezember, habe ich gesagt, ich brauche jetzt Homeoffice. Dann wurde das gemacht. Angelina verdient nicht viel im Callcenter, aber bei dem wenigen Geld, das sie für die Pflege ihrer Mutter von der Krankenkasse bekommt, können die beiden nicht leben. Finanziell reicht es vorne und hinten nicht, nein. Also wir haben zwar unser Pflegegeld, mein Vater hat sein Hartz IV, das er bekommt, ich verdiene jetzt auch nicht Millionen, ganz klar. Es reicht gerade so, aber nicht, dass man sich was zurücklegen kann. So, Äffchen, ich gehe jetzt ein bisschen nuff. Wir sehen uns später. Ciao. Tschüss. Ciao, Pap. Für den Rest des Tages nimmt sich Angelina Kusterer eine Auszeit, um Kraft zu tanken. Ihr Tag war hart und die Aufgaben werden immer schwerer für die 28-Jährige, die schon seit 14 Jahren ihre Mutter pflegt. Meine Mutter hat alles für mich getan als Kind. Ich war am Anfang quengelig, habe viel geschrien. Sie hat es ausgehalten, sie hat es ertragen. Und jetzt muss ich das ertragen. Ich werde es einfach ertragen, weil ich es kann. Ich habe irgendwie eine innere Ruhe in mir, das habe ich von meiner Oma, dass ich diese ganze Last, wenn ich ins Bett lege, lege ich die ab und morgen ist ein anderer Tag. So, und diese Kraft habe ich noch und solange ich sie noch habe, werde ich laufen, werde ich gehen, werde ich fliegen, werde ich alles machen, was ich kann. Wenn es nicht mehr geht, dann sehen wir weiter. Aber im Moment schaffe ich es. Irgendwie, egal wie ich schaff's. Und so soll es im Moment auch bleiben. In ihrem Lieblingsrestaurant lässt Familie Carstens einen schönen Tag ausklingen. Zeit für einen Rückblick. Man hat ja nicht mehr lang die Erinnerung. Ich denke noch so, wie mein Vater noch das gewisse Alter hat. Und auf einmal, es waren schöne Erinnerungen. Seit letztes Jahr, seit 15. März, hat sich ja unser Leben sehr verändert. Und
das ist jetzt so ein Augenblick, den ich einfach genieße. Und mit der Mama, das ist für mich wertvoller als alles andere. Wir haben jetzt erst durch deine Erkrankung irgendwas kapiert, dass nämlich Zeit und Liebe und der Zusammenhalt in der Familie das Wichtigste ist. Und da gehörst du dazu. Ja. Ja. Wichtig ist du. Und Mama. Nein, ihr. Du auch. Du bist, ja, du bist Mama, du bist unsere Mama. Mama ist das wichtigste Teil in der Familie. Das Allerwichtigste. Auch wenn die Pflege von Angehörigen oft hart ist, Familien können dadurch auch weiter zusammenwachsen. Ich würde das auch heute anderen Menschen empfehlen, dass man früher nachdenkt, dass das Leben nicht unendlich ist, sondern endlich. Und dass man zusammenrückt und gemeinsam Dinge mit dem alten Menschen macht, der ja noch lebt und noch da ist und wo die Krankheit noch nicht so das Thema ist. Ich bin sehr stolz auf meine Kinder. Es ist nicht leicht. Sie sind selbstberuf tätig und haben selber Familie, dass sie mich so mit versorgen. Ich bin für alle sehr, sehr dankbar. Du, jetzt heul ich gleich los. Ja. Ich hab dich so lieb. Mama. Ja, danke. Ich danke dir auch. Für Sabine und ihre Familie sind Zusammenhalt und Dankbarkeit alltägliche Begleiter. Heute war ein gelungener Tag. Ein freudiger Tag, weil Mama ein guter Tag hatte. Damit ist es auch für uns ein freudiger Tag. Wenn Kinder ihre Eltern pflegen, steht das Familienleben oft auf der Probe. Doch am Ende wachsen alle jeden Tag ein Stückchen mehr zusammen.